Hallo. Ja, hallo auch von mir und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Knights and Dragons German. Wir befinden uns hier immer noch mitten am Sonntag, wunderschönen Abend und ich möchte mit euch natürlich das, was ich jetzt aus den Kisten geborgen habe, vor allen Dingen halt hier jetzt auch die, Ringe und Amulette, möchte ich mit euch natürlich verbessern. Ich habe jetzt den Tipp bekommen, ich soll nach Möglichkeit Ringe und Amulette immer nur mit dem gleichen Element und am besten auch mit dem gleichen Dingens machen, also Verteidigung zu Verteidigung und Angriff zu Angriff und Leben zu Leben. Weißt du das? Ja. Gut, also mein Sohn weiß das schon, ich wusste das noch nicht. Wir gucken jetzt einfach mal hier bei Feuer, was wir da so haben. Und ich muss sagen, ich bin glücklich, weil wir haben hier diese 3 Sterne. So, wir würden jetzt einfach mal anfangen bei den 1-Sterne-Rüstungen. Da wir hier von 2 Stück haben, nehmen wir doch einfach auch das hier, 146 plus 146 bei Feuer. Und schauen mal, was da rauskommt. Also wahrscheinlich kommt ein Feuerring raus, bist du auch der Meinung? Ja. Gut, und... oder nicht. Nein, es kommt auf jeden Fall ein Feuerring raus und da kommt jetzt Verteidigung bei raus. Das ist toll. Aber immer noch eine Einfernrüstung. Immer noch Ring in dem Fall. Ring halt. So, dann gehen wir hier mal weiter. Die sind alle die gleiche Dingens, also könnten wir die alle zusammenstecken. Ich würde erstmal den zu dem machen und dann zum Schluss mit dem da dann das Ergebnis, falls es wieder nur ein Stern wird. So. Ich hoffe, dass ich jetzt ein 2 oder 4er. Ich glaube, es sind 2er, oder? Ja, es sind 2er, das ist doch toll. Later. 2er sind gut. So. 2er sind gut, jetzt sind wir in der falschen Spalte gerutscht. So. Gut, dann Feuer mit Feuer. Was haben wir da noch an Möglichkeiten? Angriff plus Angriff, Verteidigung. Und hier haben wir einen gemischten, und hinten haben wir noch einen gemischten. Dann nehmen wir doch den hier mal mit Feuer und hier haben wir einen gemischten. Schauen wir mal, was da so kommt. Aber ich hoffe einen sehr guten. Ich hoffe auch einen sehr guten. Ich glaube, das ist ein 3er. Ist das ein 3er? Ja, sehr gut. Kommt jetzt auch wieder was mit Lebensenergie raus, aber okay. Nein, ich bin wieder im falschen. Oh Mann. Das ist die Gewohnheit, weil Ringe mache ich nicht so oft. Gut, also was haben wir jetzt hier noch? Wir haben hier den gemischten und dann haben wir hier 2x Angriff. Machen wir erst die 2x Angriff zueinander. Ja. Und dann sehen wir weiter. So, fusionieren. Und da kommt raus auch ein 3-Sterne-Ring. Das wird ja langsam hier. Lustig. Ja, nur leider halt mit Leben. Also es hieß dann als Tipp, dass man das halt mit dem gleichen Dings machen soll, weil dann wenig Leben rauskommt. Ja, ich übe das ja noch. Mist. Hab dich lieb, mein Kleiner. So, okay. Dann gucken wir mal. Holst du dir den Stuhl her? Kannst du besser zugucken? Ja, ihr müsst die kurze Unterbrechung verzeihen. Erstmal hier meinen wichtigsten Fan versorgen und dann geht's weiter. So, 2-Sterne-Rüstung haben wir jetzt nur noch das und das. Die hauen wir jetzt auch einfach mal aufeinander. Und wir bekommen raus... Einen guten, hoffe ich. Ja, auch ein 3-Sterne. Also das läuft doch zumindest schon mal, weil 3 Sterne... Ringe finde ich jetzt schon mal ganz gut eigentlich. Oh Mann. Gell, wieder falsch. Also jetzt passt's. So, dann schauen wir mal. Was haben wir jetzt hier an 3 Sterne? Das da könnte man mit... oder die beiden vielleicht. Und das da mit dem... Achso, nee, das ist nur ein Stern. Dann machen wir die beiden erstmal zusammen. Okay. Wie du dir wolltest. Wie ich das wollte? Es ist leider nicht immer so, wie ich das will, Kind. Sonst würden wir in einer riesen Villa leben. Hätten im Lotto gewonnen, aber gut. Lassen wir das. Nur Leben. Das ist ja natürlich auch toll. Ich meine, plus 51 Leben... Plus 51 Leben darf man jetzt natürlich auch nicht gerade mal so abtun.
tun. Ich denke, wenn man den hoch auf 70 bringt und dann plus 100 auf Leben hätte oder so, weiß nicht, ob es dann wirklich so ist, aber dann ist es natürlich auch eine Sache, dass man wesentlich mehr durchhält und vielleicht ist es genau das, was einem fehlt, aber ich hätte halt doch lieber die Kampfwerte hoch. So, da wir den großen Ring haben und das hier und wir brauchen ja, wenn dann sowieso nur zwei Feuerringe. Im allerschlimmsten Fall drei, aber zwei Feuerringe müssten reichen. Dann würde ich das hier, oder machen wir die beiden nochmal, hm? Und die 174 Verteidigung lassen wir mal außen vor. Na komm, vier Sterne, vier Sterne, vier Sterne. Fünf Sterne. Es ist auch drei Sterne, aber 185 auf Angriff, das ist schön. Und da wurde mir jetzt auch gesagt, also hier, Entschuldigung, aber das ist echt fies. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr an einer Stelle immer nach links abbiegt und müsst dann nach rechts, dann müsst ihr euch echt konzentrieren, um das zu schaffen. Gut, ihr wahrscheinlich nicht, ich schon. So, jetzt könnten wir die beide theoretisch noch auf den Kopf hauen, will ich jetzt aber nicht, weil 185 finde ich schon ein relativ guter Wert ist und das ist jetzt praktisch das nächste Level von den drei Sterne Ringen, sage ich jetzt mal. Ich weiß gar nicht, ich glaube es gibt zwei oder drei, vier, weiß nicht wie viel Level pro Ring Sternart oder pro überhaupt Sternart bei den Accessoires und dann kann man praktisch ins nächste rutschen und theoretisch hätten die dann auch die Möglichkeit, dann irgendwann auf den vier Sterne zu kommen. So, ich glaube, dann sind wir hier bei Feuer fertig. Gehen wir mal zum Mystik. Da haben wir auch zwei, drei Sterne Ringe. Nett, aber nett gut genug. Und ganz viele Sternringe. So, erstmal hier die mit Leben zusammen machen. Mit Leben und Angriff war das andere, glaube ich. Hoff mal, dass es was Gutes wird. Oh, das könnte ein Zwei-Sterne-Ring sein, oder? Ja, ist es auch. Und 167 auf Angriff, das ist doch schon mal was. Dachte ich, ich wäre schon wieder falsch gegangen. So. Dann haben wir hier Verteidigung. Machen wir erstmal die beiden zusammen. Verteidigung? Ja, wir haben hier noch einen mit Leben, wollte ich sagen. 44 Leben finde ich auch schon ein relativ gutes Plus. Vielleicht haben sie das. Oh, ja, das ist auch ein Zwei-Sterne-Ring. Hm? Ja, und der hat Angriff und Leben dazu. So. Ja, indirekt. Gut nur insofern, dass es Angriff und Leben hochmacht. Aber mir wäre halt lieber, wenn es Verteidigung zum Beispiel hochmacht und nur Verteidigung. So, da haben wir was mit Leben und da haben wir was mit Leben. Dann nehmen wir doch die beiden mal zusammen. Besser. In der Hoffnung, dass es besser wird. Drei Sterne. Vier Sterne. Unwahrscheinlich, aber vielleicht geht auch das. Drei Sterne, yippie. Sehr schön. Ich glaube, ich sollte öfters meinen Sohn mit dazu nehmen. Dann flutscht das hier. So, die beiden machen wir noch zusammen. Vier Sterne. Also das wäre richtig cool. Ich weiß nicht, ihr könnt mal in die Comments schreiben, ob ihr oder wisst... Oder fünf Sterne. Die gibt es noch nicht, mein Kind. Okay. Ja, das ist... Ach, ja. So. Ja, jetzt sind wir ja natürlich hier auch schon drei Sterne technisch relativ gut ausgestattet. Was nehmen wir denn da? Ich würde sagen, den da mit dem da. Wäre jetzt so mein Plan. Seid ihr da auch einverstanden? Ja. Das ist in der Quersumme 60, 71. Das ist 78, ja, dann nehmen wir das doch. Mystelik. Und da kommt raus. Ich habe jetzt gar nicht den vorderen. 5, 5, 5. Du bist ein Fischkopf. So, 91 und 25. Ja, ist halt jetzt so. Gucken wir nochmal. So, wir haben jetzt hier diese drei Ringe. Den werde ich eher weniger oft anziehen. Dann ist das und das die Sache, die ich anziehen werde. Hier sind wir halt auch bei einer Quersumme von 190. Ist halt auch schon mal wieder eine neue Hausnummer, aber ist halt auch eins besser hier von der Seltenheit her. So, gehen wir hier auf die Erdringe. Gut, hier sieht es ja echt duster aus. Wobei man auch da sagen muss, die Ringe, die man ja anhat, werden einem da nicht angezeigt. Oh, da habe ich aber viele Einserringe. Okay, nehmen wir mal das hier plus Erde, das hier. Ich hoffe, das ein Drei- oder Vierer. Ein Drei- oder Vierer. Du, ich bin ja schon froh, dass ein Zweier rauskommt, ja. Hast du richtig gesehen, sehr gut. Das ist faszinierend, wenn die Kinder dann leider sich damit besser auskennen, als mit dem, was sie eigentlich sollten in der
Entwicklungsstufe, sage ich jetzt mal. Aber gut. Ich finde es schlimm, wenn man einen Papa hat, der einen zu Computerspielen bzw. Handygames verführt. Aber zum Glück hat er noch keinen eigenen Charakter. Ein Zweier wieder, genau. Ja, mit 45 und 35, ja, geht fast das Leben mehr hoch als der Kampfwert. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Einen gemischten... Papa, du sollst mal... Was soll ich mal? Damit das Kämpfen. Ich soll mal da kämpfen? Will ich jetzt aber gerade nicht. Ich will jetzt hier fusionieren. Ja, da wurde jetzt komischerweise wieder einer angezeigt, der Gedings ist. Oder Einser. Ja, das ist jetzt irgendwie schade, einen Einser-Ring zu bekommen. So, sagst du gerade noch Tschüss, weil du musst ja jetzt weg. Tschüss. So, er konnte jetzt leider nicht die ganze Aufnahme mitmachen, aber ich bin ja froh, dass er wenigstens so ein bisschen Interesse an den Sachen hat, die ich hier so mache. Finde ich halt einfach toll und da will ich ihn da halt auch nicht außen vor lassen. So, jetzt sind wir nur noch unter uns, jetzt können wir richtig die Sau rauslassen. Hahaha. Ja. So, was kommt jetzt? Ein Zweierring. Ja, diese Fusionsfolgen dauern halt auch immer ein bisschen, weil es halt ewig dauert, bis man da durch ist. Vor allen Dingen, wenn man zu viel zum Fusionieren hat. Die Zweierringe füllen sich langsam. So, hier machen wir jetzt noch Angriff plus Angriff. Dann sind wir zumindest hier schon mal mit den Einserringen fertig. Also schon mal, ist auch übertrieben. Ja, auch ein Zweierring, sehr schön. Sehr schön. War doch ein Zweierring, oder? Jetzt habe ich gar nicht geguckt. Oh Mann. Gut, dass mein Sohn nicht mehr da ist und mir jetzt sagt, wieder falsch. So, also einer Ring haben wir jetzt nur noch den hier. Jetzt gehen wir zu den zwei Ringen. Da haben wir was mit Leben, da haben wir was mit Leben. Die werden zusammengehauen. Wir haben hier ganz viel mit Leben. Ach komm. Moment mal ganz kurz. So. Ja, perfekt. So. Sieht doch aus wie ein Dreijährigen. Ist ein Dreijährigen und hat kein Leben mehr dabei. Das ist schon mal gut. Later. Und wieder aufeinander hetzen. Das hier. Wieso nicht? Hier haben wir noch was mit Leben und hier. Da kommt raus ein Dreierring. Hey. Also entweder die haben die Wahrscheinlichkeit hochgepowert. Oder ich habe heute wirklich mehr Glück, weil ich habe die letzten Male habe ich immer das Gefühl gehabt, da kommt gar nichts Besseres bei raus. 170, 170, das wäre ja eigentlich perfekt, um es mal zu fusen. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, habe ich dann nur noch einen Zweier. Und dann sind wir schon dabei, dass wir die Dreier gegeneinander hätten. 178. Wirklich nicht viel hochgegangen, aber gut. Man muss sich auch über die kleinen Erfolge freuen. Einser, Zweier. Jetzt sind wir hier vorne bei den Dreiern. Und den haben wir zweimal. Ich würde auf jeden Fall die gegeneinander hauen. Weil ich hätte ja viel lieber mehr Verteidigung. Falls ich das schon mal erwähnt habe. Raid Boss, ja, ist okay. Muss ich dann gucken, wenn ich dann das nächste Mal fighten gehe, dass ich vorher noch das Team verändere. Auch wieder ein Dreierring. Mit 174 auf Verteidigung. Jetzt ist natürlich die schwere Entscheidung, wenn ich jetzt die beiden gegeneinander mache und wenn jetzt ein guter rauskommt, ist okay, aber wenn dann wieder was mit nur Leben oder so rauskommt, dann ärgere ich mich vielleicht. Ach, ich mache es einfach. Was soll's? Laut meinem geheimen Bericht, den ich über Leim bekommen habe, müsste da jetzt ja was Gutes rauskommen. Zumindest schon mal ein Dreierring. Und ja. Leider mit Leben. Also was heißt leider mit Leben? Wie gesagt, das Leben ist auch toll, aber wer braucht's? Ja, hier ist halt cool. 3-Sterne-Ring, 209 auf Level 1. Kann man lassen. Das ist wahrscheinlich dann auch hier so die Entwicklungsstufe. Das, das und dann das. So, wir gehen zu den 1-Sterne und machen hier einfach mal... Ich versuche das jetzt auch ein bisschen schneller zu machen, damit wir vorankommen. Weil es dauert dann halt auch immer ewig, bis die Sachen durchgelaufen sind. Wenn ich da eine halbe Stunde Aufnahme habe, dauert es ja dann 3 Stunden, bis es dann fertig gerendert ist. Ich wollte eigentlich auch noch ein Hochleveling mit euch machen, aber ganz ehrlich, das ist ja eigentlich jetzt nicht so spannend.
spannend, wie man da Ringe auf Ringe in einen anderen Ring reinlegt. Ja, deswegen werden wir das wahrscheinlich nicht machen. Auch wieder ein Zweierring, sehr schön. Mit nur Leben, nicht ganz so schön, aber ist auch okay. Wir sind ja noch nicht an der Ende der Fahnenstange angekommen. Das hier mit dem hier, haben wir noch was mit Leben? Nö. Dann nehmen wir, das ist Angriff, Angriff, dann nehmen wir den Verteidigungsring. Schade ist halt, dass man sich das nicht irgendwie so hochzüchten kann, ja, dass man halt Verteidigung plus Verteidigung gibt, auf jeden Fall Verteidigung und so weiter. Ja, dass da immer irgendwas anderes rauskommen kann. Also auch Angriff zum Beispiel bei Verteidigung plus Verteidigung. So. Den hier. Nee, wir wollten jetzt erstmal den Doppelten gegen den Doppelten machen. In der Hoffnung, dass da jetzt nicht wieder ein Einser rauskommt. Nein, kommt ein Zweier raus. Sehr schön. Und dann sind wir wieder falsch. Oh Mann. Hulla, die Waldfee. So, Angriffsringe. Achso, das sind ja die hier nur. Dann haben wir nur noch den einen einzelnen da. Wenn das jetzt nicht noch ein Einzelring wird, dann bleibt er auch stehen. Sehr gut. Ja, ich meine, Ringe kriegt man ja immer wieder mal. Auch nur Leben rausgekommen, super. Da war in den, Grundringen kein Leben mit drin. Das meinte ich mit dem, dass man das so ein bisschen steuern können müsste, sollte. Hier die 47 plus 47 machen wir gleich ineinander. In der Hoffnung auf gleich mal einen Dreierring. Sehr schön. Das hat schon mal geklappt. Mit 112 Angriff, 63 Verteidigung auch nicht schlecht. Ich hatte einmal einen Ring, wo alle drei Sachen drin waren. Ring oder Amulett, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich weiß auch nicht genau, ob ich das in der Aufnahme hatte oder ob ich das da einzeln... Und ich habe das danach aber dann nie wieder gesehen, weil ich habe dann auch gedacht, naja gut, wegmachen ist blöd, weil dann alle drei Werte relativ niedrig waren. Und im Nachhinein dachte ich mir, eigentlich wäre es vielleicht schon nicht schlecht gewesen, das mal zu leveln. Dass man praktisch, wenn alles drei hochgeht, dass dann beim Leveln halt das höher geht und dass dann das Endergebnis gut wäre. Aber kann auch sein, dass ich das irgendwie geträumt habe oder dass es vielleicht auch ein Bug war, ja. Vielleicht ist es gut, dass ich das Ding weggemacht habe, dass ich zum Schluss noch Bug-Using und Sperrung und was nicht alles bekommen hätte. So. Die beiden noch. Luft hat man gesagt. Jetzt haben wir ja auch wieder ein bisschen 3-Sterne-Rüstung bekommen. Und dann, Rüstung. Ringe. Oh Mann. 178. Sehr schön. So, wie sieht's denn jetzt hier aus? Zweimal den hier, genau den gleichen, na super. 171 auf Verteidigung. Das hier wären bei 175 in der Quersumme. Trotzdem würde ich die beiden jetzt einfach mal gegeneinander machen. Der hier. Und es kommt raus, wieder ein 3-Sterne-Ring. Ja, sind wir bei 62. 82. 82, okay. Luft. So, der Ring mit 182. Und was nehmen wir da mit rein? Ich meine, den nicht. Den Angriffsring nehmen wir noch mit rein. So. Und es kommt raus. Wenigstens die nächste Stufe. Mhm. So. Die beiden zusammen, ja. Wäre das Sinnvollste. Wir haben hier den 171er Verteidigung. Ja, das kann man doch machen. Und den Luft mit rein. Und es kommt raus. Trommelwirbel bitte an dieser Stelle vorstellen. Aha. Wieder nur die gleiche. Also nur. Da sind wir jetzt bei 196 in der Quersumme. Das ist schon gut. So, da sind wir jetzt aber auch mit Luft durch. Ja. Und dann gehen wir mal zu Wasser.
Oh, holla, die Waldfee. Ich glaube, ich werde eine Ringfolge machen und eine Amulettfolge. Das ist mir jetzt schon zu viel. So. Tritt ein, bringt Glück herein. Ja, jetzt kommt mein zweiter größter Fan. Willst du auch mal Hallo sagen? Möchte wieder mal nichts sagen? Nee, entweder richtig oder gar nicht. Und dann gar nicht. So ist es mit den jungen Leuten heutzutage. Aber sie will halt gucken, was ich hier mache. Und auch hier freut mich, wenn meine große Tochter dann natürlich auch Interesse für das hat, was ich hier mache. Das finde ich einfach gut. Den da mit den Lebenspunkten Dingens da. Gucken wir mal, was da rauskommt. Und ein Zweierring ist sehr schön. Und dann schauen wir mal weiter. Verteidigung plus. Jetzt bin ich verwirrt. Ich dachte, da wäre noch einer mit Verteidigung. Das war bestimmt dann schon wieder ein Bronzestern. Okay, das hat funktioniert. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Dann dürfte jetzt von den einen Sternen nur noch einer da sein. Ja, Tatsache, das war ein Silberstern, nicht Bronzestern. Ja, und hier ist halt klasse, ja. Dum, 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 dum. Aber gut. Okay. Dann haben wir nur zwei Sternrüste, Ringe von Wasser. Und das gibt auch gleich einen 3-Sterne-Ring. Das ist schön. Und dann haben wir es jetzt gleich. Wir haben es gleich. Ihr habt es gleich geschafft. So, 91 plus dem da, würde ich sagen. Unequip. Yes. Werden die jetzt doch angezeigt? Ich bin jetzt echt verwirrt. Und jetzt Daumen drücken, bitte, kleine Maus. Ja, wenigstens schon mal ein Level höher. Und 186 im Durchschnitt ist annehmbar. Mhm. Sehr schön. 181 hat der hier, der wird auf jeden Fall erstmal behalten. Machen wir die beiden noch gegeneinander. Mhm. Und da kommt raus. Nochmal ein normaler Dreier. Das ist jetzt das, was ich meinte. Und da könnte mir mal jemand dazu schreiben, wenn ich das jetzt hochlevel, gehen dann einfach alle auch relativ gut hoch, sodass es sich vielleicht doch lohnt. Weil das ist ja, glaube ich, schon was eher Seltenes. Wäre schön, wenn ihr mir dazu was schreiben könnt. Ansonsten gucken wir jetzt nochmal gerade über die Ringe drüber. Also hier, das lassen wir jetzt auch so. Ich meine, hier sind jetzt die Werte nicht sehr hoch, aber 32 auf Leben ist halt cool. Es wäre schon toll, wenn es jetzt auch hier, weiß nicht, pro Level nur um ein oder zwei hochgeht, ja. Dann hat man trotzdem 100 auf Angriff, 100 auf Verteidigung. Und wenn dann halt noch das Leben um eins pro Level hochgehen würde, was es wahrscheinlich nicht tut, dann hätte man nochmal 100 Leben drauf. Also, ja, weiß ich nicht. Wäre vielleicht eine tolle Sache. Ansonsten haben wir hier halt die beiden Ringe, werden es sein, die ich meistens anziehe. Vielleicht auch den, wenn es auf die Verteidigung drauf ankommt. Hier sind es dann auch eher der hier, vielleicht der oder halt auch mal der, wenn es sein muss. Ja, hier auch das und das. Und feuertechnisch sind wir ja auch ganz gut aus. Also ich überlege gerade, warum habe ich denn hier nicht noch was? So, weil die beiden wollte ich nicht, genau. Damit da nichts Schlechteres bei rauskommt. Wobei ich hier den 174er hätte. Nein, wir lassen es jetzt so. Ach komm, wir machen das jetzt noch. Er ist in der Arena. Na gut. So, und Feuer. Den hier hat man gesagt. So, jetzt ganz fest Daumen drücken, alle vorm Bildschirm. Es ist zwar schon vorbei, wenn ihr es seht, aber es kommt zumindest schon mal der gleiche wieder raus. Und ist jetzt auch ein Dreierring raus, also mit drei Sachen. Aber hier schon 98 auf. Das könnte man alles. Muss man mal gucken. Das, also dieses Hochleveling von den Sachen, da müsste mir mal jemand schreiben, ob er dazu eine Dings hat, eine Internetseite, wo man das nachgucken kann, und dann wäre das schon mal eine interessante Sache. So, ja, ihr habt gesehen, ich habe schon wieder 6 Kisten
die ich öffnen könnte. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich mache jetzt auch erstmal eine kleine Aufnahmepause, also praktisch bevor ich dann mit den Amuletten weitermache, dann kann ich mich noch ein bisschen um die Family kümmern und hier vor allen Dingen Inkubus noch ein bisschen hauen und der Raid läuft noch, da muss ich noch ein paar Punkte machen, will ich noch ein paar Punkte machen, muss. Ist ja immer eine relative Sache, ich will. Und ja, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat, dass ihr ein bisschen was gesehen habt. Schön finde ich, dass es geklappt hat, dass ich euch die Dreier, also mit den drei Attributen gezeigt habe, weil mir irgendjemand auch mal gesagt hat, dass das sowas eigentlich nicht gibt. Na gut, also wünsche euch eine schöne Zeit. Tschüss, bis dann, euer Eid.